Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sagt wer? Und zum letzten Mal noch einmal dieses Jahr. Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem Jahresrückblick. Genau. Ja, ich habe gerade ein paar Impressionen gesehen von unserem Jahr 2020. Das war auf jeden Fall der absolute Mega-Hammer. Es ging wirklich einfach nur so, glaube ich, das Jahr, oder? Auf ja. Und ab. Also ja. Richtig krass. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge erlebt, eine ja. Menge gesehen. Leider Gottes konnten wir das Jahr stellenweise nicht so machen. In Sachen Touren, wie wir es eigentlich vorhatten, bedingt durch die Pandemie, die ja gerade leider Gottes ist. Aber ich denke, wir haben trotz alledem, glaube ich, das Beste gemacht, was ja. man machen konnte. Auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall mega zufrieden. Ja, und ein paar Eindrücke von unserem Jahr wollen wir jetzt noch mal mit euch Revue passieren lassen. Kompletter Hosenschisser-Alarm jetzt. Ich allein im Bunker. Ja gut, kommen wir mal zu der Location, die der absolute Mega-Hammer dieses Jahr war. Also da sind wir uns beide ja einig, welche Location das war. Da sind wir uns absolut einig und ich glaube, wenn ich an all diese Location zurückdenke, die wir dieses Jahr besucht haben, fällt mir wirklich eine sofort ein. Und das war wirklich die Geschichte mit dem LKA. Ja. Das war einfach der Oberhammer. Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, und ich denke auch daran zurück, immer... Wenn ich irgendwo oder wenn wir irgendwo hinfahren, muss ich immer an diese Location denken und wie das war. Ne? Also es war ja im Endeffekt eine richtig krasse Location, eine ja. richtig coole Location an sich, ne? Mhm. Mit einem krassen Ende, würde ich mal sagen. Ne? Ganz krasses Ende. Und das Schlimme ist halt im Endeffekt, dass es so harmlos anfing. Dadurch, dass wir uns ja sicher gefühlt haben, es waren ja ungefähr fast 10 andere Urbexer auch noch in der Location drin. Genau, am Anfang waren wir noch sehr vorsichtig. Also wir haben uns so ein bisschen rangetastet an die Location, weil die halt, ja...
Leicht zugänglich, ja, aber halt nicht richtig einsichtig, kann man sagen. Ne? Genau. Also darauf, deswegen wussten wir jetzt nicht, was kommt da jetzt auf uns zu, aber dadurch, dass halt noch andere Urbexer da waren, und es waren mindestens 10 Leute, die noch mit uns da waren. Vorher haben wir noch welche getroffen, die auch dahin wollten, die dann auch da waren. Die einen sind gegangen, die anderen sind gekommen, so war es im Endeffekt. Also richtig reger Betrieb war da gewesen. Definitiv, ja. Und dadurch hat man sich halt so in Sicherheit gewogen. Also wenn man halt andere mit anderen unterwegs ist, dann hat man halt nicht mehr diese Angst, sag ich jetzt mal. Ne? Man hat sich einfach sicher gefühlt und so war es ja letztendlich auch. Wir waren ja erstmal sicher, bis wir dann festgestellt haben, wo sind die alle? Die sind alle weg. Wo sind die alle? Warum sind wir jetzt auf einmal alleine? Dachten wir, okay, wir wollten ja jetzt eh zum Ende kommen, ne? Haben dann unsere Abmoderation gedreht und alles fertig gemacht und wollten gerade rausgehen. Und ja, leider Gottes stand dann auf einmal ein LKW vor der Tür. Der ist gerade rückwärts eingepackt. Wir haben dieses Piepen noch gehört vom LKW, ne? Hat rückwärts vor der Scheibe gepackt und dann, ach du Scheiße. Und ich dachte, also im ersten Moment dachte ich wirklich, die wollen irgendwas anliefern. Ja. Die wollen da irgendwas abgeben. Und dann dachte ich, ja, okay, dann sollen sie halt eben was anliefern, dann warten wir halt so lange, ne? Na. Bis wir dann festgestellt haben, hey, die kommen hier rein. Genau. Und daraufhin haben wir uns ja dann versteckt hinter dem Schreibtisch. Und das waren die schlimmsten, ich glaube, 20 Minuten, halbe Stunde oder so meines Lebens. Stunden waren das. Gefühlte Stunden. Ja. Wirklich. Das war so. Ja. Oh. Aber also wirklich, wenn ich daran zurückdenke, ne, also ich werd richtig komisch dann, ohne Witz. Ne? Das war echt richtig, richtig schlimm, Leute. Das war echt schlimm. Adrenalinschub habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Ne? Ehrlich nicht. Also mein Puls, ich habe das Gefühl gehabt, bei einer Hauptschlagader, die platzen. Die hören das. So. Die hören das. Und dann also Herzpuchen hören die, ne? Ja. Also ehrlich, das ist echt. Aber da waren wir auch auf den einen oder anderen Zuschauer auch ein bisschen sauer gewesen im Nachhinein, weil da gab es einen ein oder anderen Kommentar, wo dann halt bemängelt wurde. Warum wir nicht alles gefilmt haben. Die Flucht nicht gefilmt haben. Genau, die Flucht ist nicht komplett gefilmt. Es waren wenige Kommentare, sehr wenige. Aber trotzdem war das eine echte Sache, fand ich, was sehr ärgerlich war, weil Leute, sorry, wenn man gerade dabei ist zu fliehen, dann macht man nicht noch eine Kamera an, die noch ein piependes Geräusch macht. Ja. Und dann, Entschuldigung, können Sie mal eben einmal hier in die Kamera reinkommen, dass wir alle sehen. Können Sie mal ganz kurz erklären, wer Sie jetzt sind und was Sie hier für einen Auftrag haben. Dass es hier auch wirklich echt ist und wir das hier gerade nicht faken. Also sorry. Das ist doch Quatsch. Also das werden wir auch weiterhin nicht machen. Also wenn wir sowas mal haben, wo wir fliehen müssen, dann im besten Fall wäre da eine GoPro gewesen. Oh, die haben wir aber auch nicht immer dabei. Wir haben dann nur das Nötigste wirklich dabei, einen kleinen Rucksack, ne? Ja. Die Sachen, die wir wirklich brauchen. Und für diese Location hätten wir eigentlich keine GoPro gebraucht. Nee. Muss man mal ehrlich sagen. Wir mussten nirgendwo klettern, müssten nirgendwo irgendwie, eigentlich nicht fliehen, ne? Oder wie auch immer irgendwo durchkriechen. Genau. Wofür man jetzt hätte eine GoPro gebrauchen können. Und mit einer normalen Kamera das zu filmen, das war auch einfach fast unmöglich. Ne? Also wir wollten eigentlich nur noch raus. Und es grenzt wirklich rückblickend an ein Wunder, dass wir da rausgekommen sind, ohne erwischt zu werden. Ja. Weil ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute es waren. Es waren mindestens 3-4 Leute, glaube ich, die da reingekommen sind. Ne? Genau. Plus den Hausmeister noch. Ne? Sah so aus wie der Hausmeister, ja. Ich denke, der Hausmeister oder irgendwen, der ist halt Bewachter oder der dafür zuständig ist. Und ja, es war wirklich, das rückblickend wirklich ein Wunder. Wirklich ein Wunder. Ja. Wenn du so, also, es war eigentlich, eigentlich wäre es unmöglich die gewesen. Die sind ja halt auch zweimal reingekommen bei uns im Raum und wir hatten echt eine Menge Glück gehabt. Die Location ist auf jeden Fall nach uns leergeräumt worden. Also wir waren ja quasi dann die Letzten, die dann halt gegangen sind. Ne? Genau, mit dem Inventar sind wir raus. Genau, also das war auf jeden Fall, würde ich sagen, die krasseste, spannendste Location. Ja. Die wir im Leben nicht vergessen werden. Genau, eigentlich des Jahres, wobei man eigentlich auch sagen muss, überhaupt, oder? Überhaupt, die wir bis jetzt erlebt haben, definitiv. Das war wirklich, das war so ein krasses Erlebnis. Ja. Oh, Anja, das ist schon körperverletzt. Komm, jetzt geh. Oh, Leute, ey, wie ekelhaft, das nach all den Jahrzehnten immer noch stinkt, ne? So, und dann kommen wir einfach mal zum Highlight des Jahres, der schönsten Location, die wir besucht haben. Genau. Kann man das so sagen? Ja, genau, die schönste Location, sagen wir mal, mit dem schönsten Charme, die wir auf jeden Fall besucht haben. Da sind wir uns eigentlich auch wieder beide sehr einig. Ja. Und zwar hatten wir Da brauchen wir gar nicht lange überlegen, ne? Nö. Wir hatten ja im Sommer, glaube ich, irgendwann, hatten wir nämlich einen offiziellen Besichtigungstermin gehabt bei einem Hotel.
Das hieß Hotel Sand und das war wirklich mega, mega spannend. Das war richtig cool, ja. Das war wie eine Zeitreise zurück, weil da einfach noch alles da war. Man darf nicht vergessen, es kümmert sich jemand um das Objekt. Das ist quasi im Dornröschenschlaf und es wird einfach nur aufgeschlossen für Besichtigungen. Und deshalb auch in einem mega guten Zustand, ne? Also keine Graffitis, kein Vandalismus. Es ist einfach... Ja, die Zeit stehen geblieben, also im Prinzip, als hätte man die Tür zugemacht und 20 Jahre später oder 30 Jahre später die Tür wieder aufgemacht, ungefähr, ne? Genau, das war echt ein richtig tolles Highlight, ein echt schönes Video gewesen. Wir haben auch sehr, sehr viele Fotos gemacht, die waren auch wirklich sehr, sehr schön gewesen. Also das war auf jeden Fall ein richtig gelungener Besuch gewesen, auch wenn das nicht gerade günstig war, aber letztendlich hat sich das doch schon gelohnt, ne? Genau. Ja, das war, denke ich mal, unser persönliches Highlight in Sachen schönste Location des Jahres. Ach, kommt einfach hier rein, ne? So, was auch sehr, sehr, sehr beeindruckend war dieses Jahr, war auf jeden Fall unser Urlaub in Kroatien. Und da waren wir ja auch noch unter anderem in Dubrovnik, genauer gesagt in Kupari. Und das war wirklich auch ein mega Highlight, ne? Das war auch wirklich so eine Location, die einen, also wirklich hat staunen lassen einfach, ne? Wir standen davor. Und wir dachten, wow, einfach nur wow. Ne? Genau, diese ganzen Hotels, die da als Ruinen noch übrig sind. Dann hatten wir die Möglichkeit, an diesen Badestrand zu gehen, wo überall die Ruinen sind. Ein Badestrand, wo man früher in den 80er Jahren, wo noble Gäste quasi aus dem Militär vor Ort waren und konnten da mit ihren Familien Urlaub machen. Und dann kam halt, dann kam leider Gottes der Krieg, die Zerstörung. Und das, was davon übrig geblieben ist, da macht man heutzutage Urlaub. Also, das ist so krass gewesen. Im Prinzip war es wirklich Urlaub am Lost Place und Schwimmen zwischen Ruinen und Das war echt, also das war wirklich toll. Wir haben da so eine schöne Badebucht gefunden. Unfassbar schön. Wirklich. Da haben wir wirklich sehr, sehr schöne Tage verbracht. Da hatten wir auch nicht mehr ganz so viel gefilmt gehabt. Wir hatten ja die Hotelruinen gefilmt. Wir hatten abends mal ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, dass wir genug Aufnahmen haben. Aber letztendlich, wo wir in Kupari waren die Zeit, da haben wir einfach echt nur diese schöne Badebucht. Das war einfach traumhaft, ne? Mit dem Wasser, das war echt richtig schön gewesen. Wir hätten auch noch ein paar Vlogs gemacht davon, könnt ihr auch mal gucken. Verlinken wir euch auf jeden Fall hier irgendwo oben. Nee, unten. Hier. Ich würde sagen unten. Hier. könnt ihr mal reinschauen, das war auch richtig, richtig schön gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also da würden wir auf jeden Fall auch noch mal hinfahren, weil das ist auf jeden Fall richtig schön da gewesen. Also von der Location her, vom Wasser her, einfach perfekt, oder? Genau. Ja, beim Thema Urlaub, wo wir da auch gerade halt sind, ne, das war ja quasi unser Notfallurlaub, unser Notfall-Sommerurlaub eigentlich gewesen, ne? Ja. Unser dreiwöchiger Roadtrip durch Europa. Ja, hatten wir eigentlich irgendwie ein bisschen anders vorgehabt, das Ganze. Wir wären ja ganz gerne wieder in den Sommer nach Amerika geflogen, hätten da ganz gerne einen Roadtrip gemacht, wieder mit einigen richtig coolen Adressen, die Anja schon mal recherchiert hatte. Wir wollten ja auch nochmal zu dem Freizeitpark hinfahren, wo wir letztes Jahr waren und uns leider Gottes die Security vorab schon informiert hat, dass wir abhauen sollen. Da wollten wir ganz gerne auch nochmal hin. Ja. Ja, kam ja irgendwie dann leider auch Gottes irgendwie alles anders, ne? Und konnten wir dann halt auch nicht so machen. Was wir ja auch vorhatten dieses Jahr, wir wollten ja eigentlich Tschernobyl machen. Ja, also wir hatten richtig viele Sachen auf dem Plan stehen, also sei es wirklich Tschernobyl, USA, Belgien, Frankreich, weiß ich nicht, was alles noch, ne? Also hatten wir richtig viele Sachen geplant gehabt, aber leider, aufgrund von Corona, ihr wisst es alle, war es dieses Jahr nicht möglich. Also wir können einfach nur hoffen, dass das nächste Jahr besser wird. Wobei ich glaube, dass sich das alles noch ein bisschen hinziehen wird. Aber wir sind auf jeden Fall guter Hoffnung, guter Dinge, dass wir da auf jeden Fall wieder richtig krasse Locations für euch aufgreifen können, euch zeigen können. Und genau, und vor allem eine Sache halt auch, dass man dieses Jahr hat man die Möglichkeit gar nicht gehabt, stellenweise mit dem einen oder anderen auf Tour zu gehen, mit dem man eigentlich ganz gerne auf Tour gegangen wäre. Oh ja, da fallen mir ganz viele ein, also wirklich. Ja, das sind auch so Sachen, wo man jetzt quasi erstmal so merkt, wo das Jahr halt zu Ende geht und dass man halt den einen oder anderen quasi irgendwie, schon ewig nicht mehr gesehen hat und eigentlich das anders geplant hatte, ne? Dass man die ganze Zeit gesagt hat, wir müssen mal wieder was machen, aber immer wieder kam was dazwischen, ne? Das tut uns natürlich auch leid und ich denke, diejenigen, die sich jetzt gerade angesprochen fühlen, euch meinen wir auf jeden Fall damit. Da müssen wir echt gucken, dass wir nächstes Jahr mal einen Termin finden. Haben wir ja eigentlich auch schon gesagt gehabt, dass man echt mal unbedingt gucken muss.
dass man mal einen Termin findet. Nur leider Gottes mit den ganzen Auflagen, die man jetzt aktuell hat, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, mit mehreren Leuten auf Tour zu gehen. Ne? Genau. Das ist natürlich auch blöd. Auf der anderen Seite sind wir auch dieses Jahr mit dem einen oder anderen neu auf Tour gegangen. Ne? Zum Beispiel der Stefan. Ja. Ne? Das hat ja auch mega gut gepasst mit ihm. Genau, das wird auf Tour zu gehen. Da wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder richtig krasse Videos geben. Also wir haben uns da schon so ein bisschen abgesprochen, ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen unterhalten, ein bisschen geplant und da werden auf jeden Fall... Ja, die eine oder andere Idee ist auf jeden Fall im Kopf und vor allem, in welche Richtung das Ganze auf jeden Fall gehen könnte, steht schon so ein bisschen grob fest. Ne? Ja. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf noch mehr Videos freuen. Ja, das ist halt so, ne, dass man momentan wirklich gucken muss, wie kann man alles am besten planen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, es kann nur besser werden im Endeffekt und wir sind gute Hoffnung. So Leute, ich glaube, ihr steht ganz gut da. Also es sind ein paar Blätter davor. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Aber jetzt geht's daran, Sabrina hier aus dem... Die Befreiungsaktion. Aus dem Loch zu holen, genau. Warte. Ja gut, man muss aber auch mal sagen, dieses Jahr war auch ein richtig hammermäßiges Jahr für uns gewesen. Unser eigener Shop ist im Oktober online gegangen und die Resonanz bei euch, die war ja wirklich riesengroß gewesen. Ab durch die Decke. Ja, also mit den ganzen Einkäufen hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Nee, also damit haltet ihr uns auf jeden Fall richtig gut auf Trab, weil wir ja halt alles selber machen mit dem Shop und das nicht an irgendjemanden abgeben, sondern ja, alle Verkäufe quasi durch unsere Hand gehen und von uns verschickt werden. Und da hatten wir auf jeden Fall seit Oktober reichlich Arbeit und auch gerade so vor der Weihnachtszeit jede Menge Arbeit. Also auch dafür bitte mal vielen, vielen Dank für euren richtig krassen Support. Ja, und auf jeden Fall auch ein riesen Dank an alle unsere Kanalmitglieder. Ja, da geht auf jeden Fall ein richtig großes Dankeschön raus, weil ihr uns wirklich seit Anfang des Jahres, also wirklich schon seit Anfang, das ist schon ein Jahr her mittlerweile, ne? Also ja, nächsten Mal, also jetzt im Januar ist es dann halt ein Jahr her. Das ist Wahnsinn, ne? Und seit einem Jahr gibt es wirklich Leute, die uns unterstützen, ne? Genau. Seitdem es das gibt, sind die schon dabei. Also Wahnsinn. Also es ist aber auch egal, ob ihr jetzt schon ein Jahr dabei seid oder erst einen Monat. Also es geht auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen an euch daraus. Ja. Und ohne euch wären viele Sachen auch gar nicht möglich. Ja, ne? muss man ehrlich sagen. Also und vor allem, was einfach der absolute Mega-Hammer ist, man denkt, wow, so viele Kanalmitglieder diesen Monat und dann kommt der nächste Monat und dann wird es einfach noch mehr. Ne? Ja. Das ist echt gerade so. Wächst. Also der absolute Mega-Hammer. Ja. Und vor allem, dass ihr auch so mega, mega treu seid und einfach dabei bleibt die ganze Zeit. Das ist echt, also wirklich ein richtig fettes Danke. Definitiv, ja. Ja, Leute, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Wenn euch das Video gefallen hat... Wow. Ich hab mich erschrocken. Ja, also Leute, wir machen jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall Feierabend. Ne? Ja, wir fahren jetzt ab, schnell nach Hause. So Leute, das wird es an der Stelle auch gewesen sein. Wir hoffen, euch hat der kleine, aber feine Jahresrückblick gefallen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls ihr dieses Video noch 2020 sehen solltet. Ansonsten wünschen wir euch natürlich ein frohes neues Jahr. Bleibt alle gesund. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr unsere Videos immer guckt, für jedes einzelne Like, für jedes einzelne Kommentar. Genau, vielen, vielen Dank. Wir hoffen auch im neuen Jahr auf euren Support und eure Unterstützung. Also, wir sehen uns. Bleibt gesund. Bis bald. Bis dann. Ciao.